Mein Name ist Silke Stefan. Ich bin so ein richtiges Inselkind, hier auf Rügen geboren und in diesem kleinen Dörfchen direkt am Bodden aufgewachsen, habe hier meine Kindheit und Jugendzeit verlebt. Also wir mussten ja bei Rügen Radio sehr brav morsen. Da gab es so diesen alten Klopfer, wo man wirklich sehr sauber dann auch gemorst hat. Aber wir haben dann eben dadurch, dass es eben auch schnell gehen musste, haben wir uns alle unsere eigenen Morsentasten gebaut aus Nagelfeilen. Solche Schlackertasten. Um Funker die Morsezeichen hören zu können. Also das fiel mir leicht. Man sagt immer, man braucht da wahrscheinlich so ein. Es war wie Musik in den Ohren. Da hatte ich großes Glück gehabt, weil viele, die vielleicht im technischen Bereich besser waren, konnten dann dieses Tempo nicht hören. Aber ich habe es geschafft und habe 10 Jahre bei Rügenradio gearbeitet und wir haben, wie gesagt, den Kontakt zu den Schiffen auf allen Weltmeeren aufrechterhalten. Eine Erinnerung an Rügenradio habe ich ja hier auch. Ne? Zum Beispiel gibt es die Geschichte, dass ein Seemann auf hoher See an einem Nierenleiden erkrankt war und er, ja, und der Schiffsarzt, das war ja meist der zweite nautische Offizier an Bord eines Schiffes, wusste sich kein Rat mehr und dann haben wir eben Rostock angefunkt und die Rostocker Ärzte empfahlen nun, bei einem Nierenleiden möge er bitte Bier in Maßen trinken. Aber im Morsealphabet gibt es kein SZ, was man funken kann. Und da hat der Kollege vollkommen richtig Bier in Maßen geschrieben. Also was aus dem Seemann geworden ist, weiß ich nicht. Der wird sich sicherlich sehr gefreut oder vielleicht auch gewundert haben. Hoffen wir einfach mal, er ist gesund geworden.